Ein herzliches Hallo von mir an euch. Wir spielen wieder Dead by Daylight. Ich bin mal mit der Nea unterwegs. Mit ihr spiele ich eigentlich gar nicht. Und ich laufe erstmal gegen einen Baum. War das da gerade der Killer? Nee, das ist eine Claudette. Sorry. Oh ja, der Henker. Ich dachte, das ist vielleicht das Schweinchen. Es hat sich herausgestellt, dass das halt der Claudette war. Ich glaube, Nancy ist mit ihm weggegangen. Arbeiten wir hier jetzt an dem Generator. Ich freue mich, dass wir den Henker haben. Jetzt, wo er ja auch released ist, kann ich ihn auch hier endlich auf YouTube zeigen. Er ist schon eine Weile auf dem Markt, wenn ihr das Video seht. Weil ich ja, hatte ich ja schon mal gesagt, immer so ein bisschen im Voraus aufnehme. Mal sehen, ob ich demnächst auch mal... Du sandbagst mich doch. Ob ich demnächst auch mal die neue Map hier zeigen kann. So richtig jetzt mit echtem Gameplay und nicht so PTB. Ich finde die Klinge von ihm, das klingt immer so... Kennt ihr, wie so vom Computerbetriebssystem so ein Wart und so ein Piep? Ich glaube, das soll einfach nur zeigen, dass die... dass das eine Metallklinge ist. Ja, das war jetzt schlecht von mir gemacht. Oh, hier... Oh, jetzt bin ich dort fast reingerannt. Ich dachte gerade, wer liegt denn da? Ah, verdammt! Ich muss ja einen Totem wegmachen, um mich... mich heilen zu können. Oder Nancy? Er kommt! Stimmt, ich habe ja mit Nea mal innere Kraft mitgenommen. Einfach mal, um was anderes dabei zu haben. Ich habe innere Kraft dabei, dunkle Wahrnehmung, städtische Umgehung und Adrenalin. Ich würde mir, glaube ich, trotzdem erstmal kurz ein Totem organisieren. Dass ich mich im Fall eines Falles, da ist eins, beim nächsten Mal selber hochheilen kann. Stimmt, das habe ich jetzt... Ich spiele so selten mit diesem Perk, dass ich da jetzt nicht dran gedacht habe. Ist auf jeden Fall jemand durch seine Spur gelaufen. Wenn die dort hinten... Oh, ist geheilt, okay. Wenn die dort hinten nämlich jetzt umfallen wäre, wäre die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass halt diagonal über die Map hier hinten irgendwo der Bußkäfig käme. Oder erschienen wäre. Das ist manchmal echt praktisch. Und wir arbeiten erstmal kurz in Ruhe an dem Generator. Ich habe keinen Terrorradius. Ich habe keinen anderen Survivor hier. Ich weiß nicht, ob er Barbecue dabei hat. Aber ich müsste relativ gut hinterm Generator eigentlich versteckt sein. Okay, er malt, wie wir sehen. Und scheint rüber zum fertigen Generator zu gehen. Dann ziehe ich jetzt hier durch. Nancy, du könntest retten gehen. Das wäre mega. Ich glaube, sie ist auch auf dem Weg. Ich weiß gar nicht, wen haben wir denn hier noch mit? Zieh durch. Egal. Ich habe noch nicht gehandelt. Noch ist alles in Ordnung. Ich habe noch nicht gehangen.
Toilette. Ist die jetzt wieder? Ach nein, der hat sein Talent mit. Dass wenn jemand anderen hochheilt, schreit die, die heilt. Aber die Nancy hat doch nicht geschrien erst. Oder war das doch ein Schrei, weil sie durch die Spur gelaufen ist? Ash. Okay. An den er kommt. Okay. Ist das... Habt ihr die Folge gestern gesehen? Warum geht der denn jetzt auch wieder auf mich? Ich bin gerade vom Haken runter. What? Adrenalin! Just saved my life for a second. Okay, jetzt liege ich aber gleich. Ah, jetzt läuft er auch noch da rum. Dieser Sound, wenn er mit seinem Schwert über das Metall kratzt, ist ja auch ekelhaft. Ich weiß nicht, ob heute in meinem Namen hier drin steht, Tunnel mich oder was hier los ist, aber ich nehme ja die Folge gerade auf, direkt im Anschluss an die zwei zusammengefassten Runden von gestern. Es ist doch nicht euer Ernst. Warum werde ich heute hier so weggetunnelt? Jetzt ist er auch noch campy. Mister Verkehrspylone. Könnten Sie bitte weggehen? Das ist halt Hardcore-Campen, was der hier gerade macht. Also... Bald ist hier das Gras weg und sein Laufweg wird hier sichtbar. Das ist unglaublich. Mann, was habe ich getan? Schicksal. Ash... Hast du geliehene Zeit? Nein, hast du nicht. Das heißt, es nützt mir gar nichts. Ah, nee, lass mal. Ich hab Angst. Leute, ich will eh nicht mehr reingehen. Ich bin tot. Wow. Und läuft er. Der geht nicht weg vom Haken. Seht ihr da seinen Kopf? Hä? Klödi, was? Klödi und Nancy geben sich hier Handzeichen, wie es aussieht. Was machen wir denn jetzt hier noch? Das ist doch gerade Schwachsinn. Der geht dort hinten nicht weg. Also, ich bin tot am Haken. Leute, ich gehe raus. Ich muss die Zeit jetzt hier nicht ewig unnötig strecken. Ich bin sehr dankbar, dass die mich noch gerettet haben. Hätte ich nicht gedacht, aber der ist so campy. Ich kann jetzt dort nicht hingehen. Weil dann bin ich tot. Und ich möchte doch entkommen. Ja, also hier hat auf jeden Fall das Matchmaking gepasst. Die Art und Weise, wie der Killer jetzt am Ende wieder... Also, ne. Ihr habt es ja mitbekommen. Ich finde es nicht cool. Aber man kann es halt nicht verhindern. Es ist die Art und Weise, wie er spielt. Es ist nur unschön, dass ich jetzt 3 Runden hintereinander so weggetunnelt wurde. Jawohl. Ash, was auch immer du da gerade geschrieben hast. Ich bin raus für heute. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Habt eine schöne Zeit.